Ich suche eine Fracht. Da habt ihr Glück. Fracht gibt's ja überall. Sucht euch eine aus. Ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Ich suche nach Kisten mit dem Siegel der Hafenverwaltung von Orlais. Hab keine gesehen. Tut mir leid. Redet mit dem Hafenmeister. Er hat bestimmt Informationen über eure Fracht. Er ist in seinem Büro. Hey, wenn du fertig bist mit Labern, können wir dann die Säcke von den Docks wegschaffen? Klar, komm mal schon. Seid beim Areal der Kondari vorsichtig. Frachtpapiere! Ich suche nach Fracht mit dem Siegel der Hafenverwaltung von Orlais. Aiden, kümmert euch darum. Ich entschuldige mich in Liams Namen. Er ist wirklich überaus beschäftigt. Ich bin Aiden, der Gehilfe des Hafenmeisters. Ihr sucht nach Fracht aus Orlais? Ich hab die Kisten gesehen, weiß aber nicht mehr wo. Wirklich schade. Ich habe keine Ahnung, was ihr meint. Das Geräusch von Goldmünzen fördert das Erinnerungsvermögen. Es heißt, das Leben zöge kurz vor dem Tod noch einmal an einem vorbei. Ihr werdet mich nicht am helllichten Tag umbringen. So dumm wäre niemand. Reicht das für euer Gedächtnis? Ah, jetzt fällt's mir wieder ein. Die Fracht ist in Olten Woodrows Lagerhaus, bei den Docks. Freut mich, dass wir einander behilflich sein konnten. Der Bauer leitet meine Klasse so viel wie 5 für Elden oder 10 Elfen. Ihr wisst es. Wenn sich noch ein Orlesier hat, Paramount? Was sollen wir mit dem Mensch machen? Haltet euch zurück. Sie ist nicht unser Feind. Worum ging es hier? Meuchelmörder. Mein Schiff nach Ravain ist schon in Sichtweite, aber die Charta will mich tot sehen, bevor ich dort ankomme. Was haltet ihr davon, euch ein wenig Geld zu verdienen? Ich bin noch nie einem Lord der Zwerge begegnet. Ich bin Renville Harrowmont, der Letzte meines Hauses. Meine Familie wurde in Orsamar einst sehr verehrt. Jetzt hingegen bin ich nur noch ein Oberflächler auf der Flucht. Ich bin noch nie einem Lord der Zwerge begegnet. Ich bin Renville Harrowmont, der Letzte meines Hauses. Meine Familie wurde in Orsamar einst sehr verehrt. Jetzt hingegen bin ich nur noch ein Oberflächler auf der Flucht. Ihr müsst die Carter ziemlich verärgert haben, wenn sie euch vor so vielen Zeugen angreift. Nachdem mein Onkel mit seinem Thronanspruch gescheitert war, wurde ein Mitglied meiner Familie nach dem anderen von König Belen ermordet. Belens Arm reicht weit und seine Rache kann wahrhaft schrecklich sein. Ich mache euch den Weg frei, Harrowmont. Schaltet diese Mörder aus und ich werde euch alles geben, was mir derzeit möglich ist. Und wenn ich erst in Sicherheit bin, werde ich euch angemessen belohnen. Das schwöre ich bei den Ahnen. Wie lautet euer Name? Hawk. Ein guter Name. Ich werde ihn mir merken. Mehrere Gruppen der Kater lauern uns auf. Zwingt ihnen den Kampf auf! Irgendwoher kenne ich euch doch. Seid ihr auf... Wir unterhalten uns später, keine Sorge. Geht in Frieden. Da kommt jemand. Das ist Privatbesitz. Was bewacht ihr da? Importware. Zeigt doch mal, was hinter der Tür ist. Keine Besucher erlaubt. Ihr steht mir im Weg.
Wir werden angegriffen. Seid ihr jetzt glücklich? Ich würde das an eurer Stelle nicht einatmen. Martin scheint mit dem Tod zu handeln. Hallo, ist Anders da? Kann ich mit Anders sprechen? Ihr müsst nicht schreien. Ich bin immer ich. Dann ist es ja gut. Mit dem anderen will ich nämlich nicht sprechen. Ihr wisst schon, mit diesem Miesepeter. Er kann euch trotzdem hören. Gerechtigkeit und ich sind eins. Wie auch immer. Ihr wolltet mit mir sprechen? Eigentlich nicht. Ich wollte nur sicher gehen, dass ihr es selbst seid. Ihr habt zwar Harrowmont hat mit euch gesprochen, nicht wahr? Was auch immer er euch versprochen hat, wir bieten euch mehr für seinen Tod. Wie wäre es, wenn ich mir stattdessen euch vorknöpfe? Dreckiger Mensch. Durchsucht die Docks nach der Karte.
Isabella, ihr redet nie über die Misere der Magier. Was gäbe es dazu zu sagen? Da gibt es viel zu sagen. Aber ihr sagt doch schon genug für uns beide, findet ihr nicht? Ihr wollt mir also erzählen, dass ihr zu der Sache keine Meinung habt? Überhaupt keine. Das kann nicht sein. Doch, ich bin leider wirklich so oberflächlich. Ihr schmuggelt Gift? Ich dachte, ihr wolltet einen anderen Weg einschlagen. Ich habe die Ware von einem offiziellen Lieferanten und werde sie über einen offiziellen Kanal verkaufen. Alles ist rechtlich einwandfrei. Es ist Gift. Es bringt Leute um. Ich verkaufe es nur. Was andere damit machen, fällt nicht in meine Verantwortung. Also, wo ist es? Wisst ihr, wo Alton Woodrows Lagerhaus ist? Händler Woodrows Lager? Ja, das kenne ich. Danke, werte Freundin. Eure Belohnung ist wohlverdient. Ich hole jetzt meine Ware. Sobald ich eröffnet habe, bekommt ihr bei mir auch einen Preisnachlass.